Katja, nachdem sie dich jetzt so angemacht hatte, Maître de Chateau. Ja. Kein Problem. Was meinst du? Kein Problem. Gut. Ihr wisst ja, das sehe ich drüber. Also du bist eh... Nee, nicht immer so viel Lob. Nur wenn du es ernst meinst. Nee, okay, wir meinen es immer ernst, also ich auf jeden Fall. Guten Abend allerseits. Ich sehe schon, es sind ganz viele schon. Ja, wo siehst du das? Da unten. Ah, das okay. Ja, guten Abend auch von mir allerseits. Moment. So, ja, und auch schönen guten Abend von mir. Ich bin immer noch dabei, mich hier zurechtzuklicken. Moment, wo haben wir jetzt? Ja, doch, bekomme ich hin. Weil ich ganz spontan mal zugesagt habe, und ich bin eben gerade erst von der Viertelstunde nach Hause gekommen, weil ich war wieder völlig dicht und das hat sich bis Baden hingezogen und ja, wurde schon eng mit dem Schaffen. Ja, aber du hast ja unseren gemeinsamen Freund besucht, gell? Den Daniel, genau. Das ist der, der nachher bei der Veranstaltung Ende August in Chur, ja, ich sag mal, die ganze Kameraarbeit leisten wird. Und der hat ganz viel zu tun. Ich freue mich. Ja, auch dieses Wochenende wieder. Aber das waren gestern interessante Gespräche. Ja, und wir haben uns gefreut, uns mal wieder zu sehen. Ja, das glaube ich. Ja, also hier sind schon ganz, ganz viele Bekannte, alte Bekannte, neue Bekannte, liebe Milena, liebe Stefan, hi, die Vera, die Verena, die Milena nochmal danke und die Monika Clara, ganz, ganz viele. Ich komme wahrscheinlich zu Susu, liebe Grüße nach Berlin. So, aus dem sonnigen Norddeutschland. Ja, bei uns ist es eigentlich auch recht sonnig, oder? Nein, hinter uns regnet es. Diana, erzähle jetzt keine Fake News. Die haben wir schon genügend. Das macht aber nicht. Alles ist gut. Ja, wir haben ja als Thema das Kreuz mit dem Kreuz, weil wir irgendwie gedacht haben, das Thema Kreuz gibt noch was her. Tobias, wir haben ohne dich gestern das Kreuz getragen, haben allerdings den Titel gehabt, nicht mehr länger zu Kreuz kriechen. Und wir waren der Meinung, dass du da durchaus noch was beizusteuern hast. Mhm. Das Thema ist ja, ich weiß nicht, 1000 oder 2000 Jahre alt, das ist die Frage. Aber es ist sehr alt. Tendenziell sage ich eher 1000. Mhm. Ich auch. Aber seither, wir haben es gestern auch gehabt, Diana, gell? Seither begegnet uns das Kreuz überall, an jeder Straßenecke, in jeder Küchenecke, in jedem Schlafzimmer, oder nicht jedem, aber viele, in jeder Kirche, in jedem öffentlichen Gebäude, in jeder Schule. Und ja, also wir haben ja einfach mal vermutet, richtig, Diana, dass das Kreuz, also wie es uns präsentiert wird, wenn es heißt, unter diesem Zeichen wird er siegen, dass das gemeint ist, dass da Satan siegt. Denn wenn wir die 1000 Jahre anschauen, dann hat genau unter diesem Zeichen Satan gesiegt und die Katharer haben nicht umsonst sich geweigert, das Ding anzuerkennen oder es zu küssen oder sonst irgendetwas. Und die Kreuzzüge fanden auch unter diesem Zeichen statt. Genau, und da gibt es zu diesem Ort, wo wir waren, in Rennes-le-Château, gibt es noch etwas ganz Wichtiges, was du vorgelesen hast aus deinem Buch. Das ist die einzige, die Kirche von Rennes-le-Château ist die einzige Kirche, wo man einen Teufel in der Kirche sieht. So, sie sagen, uns versteht man nicht gut, also tue ich noch ein bisschen näher, alles gut, damit wir nicht so leise sind. Wir hoffen, dass das jetzt besser ist. Ja, genau. Also Tobias, weil wir haben ja gestern schon so viel dazu gesagt. Ist das jetzt ein zu kalter Einstieg für dich oder hast du dazu? Ich mache einfach, ob ich kalt oder warm oder sonst irgendwie eins sage, ist mir immer wurscht. Das ist, ja, obwohl mit den Teufeln vielleicht nicht, aber es gibt auch diese komischen, wie heißen die, Gringotts und so weiter in Notre Dame in Paris. Das sind ja auch gerade Genau, aber die sind alle im Außen. Ja. Die sind außen, um sozusagen, natürlich, sie haben ja immer gute Erklärungen. Ne? Das heißt, dass sie dann das Böse draußen halten. Also, aber diese Erklärungen, das ist ja immer so eine Geschichte, weil meistens geht es ja genau andersrum. Ne? Genau. Guck einmal 180 Grad und entdeckst du in der Regel die Wahrheit. Ja, genau. Genau. Also so schlecht ist der Ton bei mir gar nicht, wie Martin Fritz da schreibt. Ihr kommt bei mir ganz gut rüber. Gut, wunderbar. Na dann.
Also. Das Kreuz. Das Kreuz mit dem Kreuz. Ja, genau. Ja, zurzeit habe ich mich gekreuzt, auch schon länger nicht. Der Punkt ist, weil du von diesem Kreuz warst und dass die Katarer sich geweigert haben, dieses anzuerkennen, geschweige denn zu küssen oder vor selbigen zu kriechen oder zu Kreuze zu kriechen, wo die Redensart immer herkam, sieht man dann auch, beziehungsweise heißt es ja, Jesus hat, ne, sich mit dem Kreuz ein abgeschleppt. Ob das nachher mal alles so war, wissen wir nicht. Aber der Gedanke, den ich hatte, oder war was Interessantes, was ich in einem interessanten Buch gelesen habe. Was Interessantes, was ich im interessanten Buch gelesen habe. Super, ich liebe diese Wiederholung. Was bemerkenswert ist, dass ich in einem außerordentlichen Buch gelesen habe, ist zum Beispiel, wenn man mal betrachtet, dass das Kreuz ja letztendlich aus einem Würfel stammt. Und dann denke ich immer an den großen schwarzen Würfel, der in Mekka steht. Die Kaaba und wo die Leute dann eben halt natürlich links rumlaufen und eben entsprechend die Energie aufbauen. Und Katharine, ich gucke das jetzt mal von dir ab. Ich habe gemalt. Super. Ich Cool, habe ja. 3D-mäßigen Würfel hinzuhauen. Okay. Ja gut, Kunst und so war noch nie das Fach, mit dem ich punkten konnte. Und wenn wir jetzt diesen Würfel aber auseinanderklappen, kommen wir letztendlich dorthin. Und das ist eigentlich das, wo dieses Kreuz auch energetisch nicht ausgelotet ist. Das heißt, wenn wir den weg hätten, wäre das eine ganz andere Nummer. Das wäre gleichmäßig, aber in dem Moment, wo das drin ist, geht es allein vom Empfinden und auch energetisch schon nach unten. Okay. Ja, das war das so zu dem Kreuz. Und vor allen Dingen das Kreuz, diese Art Kreuz, finde ich also auch dementsprechend so. Schlecht aufgeladen war ja Land auf, Land ab und nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, wo ihr unterwegs seid und auch in sonst allen möglichen Ländern, ich kenne das ja auch aus Italien, hängt dann immer der Langhaarige hängt dann da am Kreuz wie so eine Jagdtrophäe. Und ich sage mir immer, Okay. es gibt genügend andere Möglichkeiten, ihn abzubilden, aber es gibt halt gewisse Interessengruppen, die meinen, auserwählt zu sein, die haben das dann gerne so als Totenkohl zu hängen, nach dem Motto, wir haben ihn erlegt. Aber da habe ich, glaube ich, in der letzten Sendung schon was zu gesagt. Ja, das ist ja der Punkt. Wir haben auch heute darüber gesprochen. Es mag ja die ganze, also das Alte Testament, darüber brauchen wir gar nicht reden, aber reden wir mal über das Neue Testament. Dann denke ich, ist da schon relativ viel auch vielleicht eine Gebrauchsanweisung oder wahr oder wie auch immer. Einiges ist Lüge, das ist keine, oder reingemischt, reinkomponiert. Aber die Kreuzigung, was dann daraus gemacht wurde, also wenn man jetzt überlegt, wir haben die Kreuzigung verglichen mit dem, was die Katarern angetan haben. Nämlich Demütigung bis zum geht nicht mehr. Ne? Also da wurde einer gefoltert, gedemütigt, ihm eine Dornenkrone aufgesetzt, es war satanische Folter, es war unmenschlich oder unvorstellbare Leiden und das Ganze sozusagen dann in einem Bild festgehalten, das dann seit 1000 Jahren als Symbol dienen soll für die Christen. Das ist ein Hohn schlechthin, das ist ein Todeskult und ein Schuldkult und ein Opfermartyrium. Ja, genau, das alles. Ja, und über Schuld und Angst kannst du die Menschen am besten steuern. Genau, und beim Kreuz mit dem Gefolterten wird der Geist an die Materie genagelt. Ja, genau, das ist es. Und jetzt sind wir in der Umkehr. Aber was haben Sie da alles mit der Menschheit gemacht? Ich denke, es ist es wert, dass wir das noch ein bisschen beleuchten. Also, weil ich glaube, dass es das Kreuz, das ist die Frage, Tobias, glaubst du, dass es das Kreuz vorher gegeben hat? Haben die überhaupt ein Kreuz gebraucht? Macht ein Kreuz Sinn? Irgendwie habe ich geahnt, dass diese Frage kommt. ja, es hat vorher ein Kreuz gegeben. Ich habe ein paar alte Schriften geblättert. Ich finde die jetzt auf Anhieb nicht mehr wieder, weil ich habe noch einige Bücher, die jetzt in Italien sind. Es ist aber letztendlich so, wie ihr wisst, sind wir ja hier in einem Terrarium. Und auf der Erde gibt es noch weitere Kontinente und ja, was alte Karten belegen, Zeitungen und so weiter. Und so wie wir zum Beispiel Symbole haben, wie den Kreis mit dem aufrechten Pfeil für Mars, den Kreis mit dem Kreuz runter für Venus und die Sonne mit dem Kreis mit dem Punkt für die Sonne und so weiter, und diese komische Vier für Jupiter, also die ganzen astronomischen Zeichen, wird vieles eben halt auch mit Symbolen dargestellt. Und es gibt ein Symbol,
dass oder dass Kontinente außerhalb unserer Welt, also außerhalb der Quarantäne, unter der wir leben, diesem Quarantäneschirm, dieses Symbol ist schon etwas älter und das sieht, man möge mir wieder verzeihen, in etwa so aus. Das ist ein gleichschenkliges Kreuz mit einem Kreis drumherum, beziehungsweise gibt es dann noch zwei, drei Farbumsätze, die oben in dem Halbkreis sind. Und das war immer schon das Symbol für unsere Welt, in der wir leben, von denen, die außerhalb auf uns gucken. Okay, das genau dieses, was du jetzt zeigst, dieses Symbol, hatte ich gestern in der Sendung aufgezeigt. Na, das Kreuz, wo du die Mitte hast und dann den Kreis drumherum. Und wenn du das nochmal kurz zeigen magst, Tobias, weil hier haben wir in der Mitte den All-Eins-Punkt, das ist das Zentrum. Das ist übrigens auch der Leonardo da Vinci, der Uomo Universalis, der da reinpasst. Ne? Das heißt, das ist gleich, wie du sagst. Und durch die Mitte kommt der Mensch, verbindet er sich mit dem All-Eins-Sein rundherum. Das ist genau, und das Kreuz der Materie ist das, wo wir dran genagelt sind, wo es aber darum geht, um uns davon zu befreien. Und in dieser Zeit sind wir, denke ich, dass wir uns davon befreien. Ja, das ist übrigens auch etwas, was Thales von Athos in seinen Büchern geschrieben hat, wer es gelesen hat. Und ich glaube, das ist das dritte Buch, das heißt Kreuzfeldplanet. Was eben halt auch genauso bezeichnet wird, wo es heißt, wir sind ein Kreuzfeldplanet, weil wir auf einer Seite hier unsere Seinsebene haben. Und das ist dann halt die Verbindung, wo wir auf unserer einen Seite mit Mutter Erde und auf der anderen Seite mit dem Himmel, also nach oben hin verbinden. Und das Genau, Ganze das habe ich gestern auch gezeigt, genau. Und hat das andere ist die Zeitlinie. eine Sendung von gestern wiederhole. Ich habe die nicht gesehen. Bitte? Wenn ich deine Sendung von gestern wiederhole, ich habe sie nicht gesehen. Nein, das ist klar. Es geht auch nicht darum, Tobias, sondern im Gegenteil. Es geht darum, wenn du unabhängig, also wenn ich etwas erzähle und du erzählst es unabhängig, ich weiß, dass du es nicht gesehen hast, das ist für mich ja, das, und wir reden im Auto darum und haben genau, das ist ja, genauso kommen wir zusammen und dann schauen uns hier draußen welche zu und denken sich, ich habe auch immer gespürt, dass da was nicht stimmt. Genau. Und man spürt ja, dass es die Wahrheit ist. Na, diese Achsen. Das eine ist die Oben-Unten-Achse und das andere ist die Zeitachse. Und jetzt befreien wir uns sowohl von der Zeit als auch von dieser örtlichen Trennung von oben und unten. Ihr habt ja tolle Effekte. Die Verbindung zu euch ist gerade ganz schlecht. Durch dieses Kreuz, was. Bitte? Die Verbindung zu euch. Okay. Ja, wir müssen hier mit euch, wir suchen die. Haben wir nicht Hörst du verstanden. nichts? Nein, das haben euch auch so ziemlich alle nicht verstanden, weil es war kein Bild und auch kein Ton, ihr wart eingefroren. Okay, dich hört man, Tobias, dann rede du doch jetzt weiter, weil dich hört man. Du. Okay, bis später. Nein, also ich habe gerade gesehen, dass Marion jetzt ein paar Mal geschrieben hat, Jesus am Kreuz ist das Symbol dafür, dass wir Sünder sind. Ich würde mal sagen, es reichen. Wir sind keine Sünder. Das mag man uns immer wieder einimpfen, genauso wie man den Deutschen seit Jahrzehnten immer wieder versucht einzureden und einzubläuen, dass sie schuldig sind am allen Leid der Welt. Aber das haben wir schon. Es geht einfach darum, mit diesem Schuldkult aufzuhören. Ja, so. Ich rede einfach mal weiter. Ich habe immer die Hoffnung, dass eure Leitung sich noch wieder aufbaut oder stabil wird. Hörst du mich jetzt? Ja, wieder. Ja, okay. Also man kann ja sagen, das war ja ein Wahnsinns-PR-Gag, den Sie da geliefert haben. Uns etwas, also uns sozusagen noch zu zwingen, das Symbol der Unterwerfung auch noch anzubeten und dass das geklappt hat, das ist ja der helle Wahnsinn. Und wenn man das natürlich heute den meisten sagt, die da draußen von nichts eine Ahnung haben, dann werden sie sagen, wir sind Ketzer. Und das haben wir auch festgestellt, das ist doch unglaublich. Da kommen, also wir sind überzeugt, diese Kirche war etabliert, die ursprüngliche Kirche war etabliert. Dann kamen diese Entführer, diese Piraten haben das gekapert, haben es entführt und haben es geschafft, die komplette Projektion zu sagen, okay, das sind die Ketzer und wir sind die wahren Christen und das hat 1.000 Jahre lang geklappt. Genau. Das muss man sich mal Ja. vorstellen, das ist ein Stockholm-Syndrom, ein tausendjähriges.
Und ich meine, wir waren alle drinnen. Also so ist ja nicht, du hast gesagt, du hast es immer schon gespürt. Ich habe immer, also das war eine spannende Diskussion heute, weil ich habe immer schon als kleines Kind gespürt, dass das, was mit Jesus da gemacht wird am Kreuz, das kann keine christliche Energie enthalten, sage ich jetzt mal. Der Oliver, der schreibt hier etwas ganz, oder eine Frage stellt er, welche Glaubensrichtung hat denn das Christentum ins Leben gerufen? Und ich möchte nur ganz kurz etwas sagen. Abschließend, glaube ich, kann das von uns hier niemand beantworten. Was ich aber gemerkt habe in den letzten Tagen, als wir uns auf den Weg zu den Katarern gemacht haben, Albigensier, wie man immer es nennt, habe ich das ganz fest das Gefühl gehabt, wir sind diesem Urchristentum wirklich auf der Spur. Vor allem, weil die auch so gelebt haben. Also das heißt, in die Katar, das, was wir da in Montségur gelesen haben, was auch wirklich so die Schwingung da ist, das hat für mich einen, ob es die Urchristen waren, kann ich nicht sagen, aber es hat definitiv eine Energie, die ich als urchristlich bezeichnen würde. Und was ich da extrem spannend fand, und da möchte ich dich gerne nachher fragen, Tobias, wie du das siehst. Die Katja hat dann eben von einer Frau eine Zuschrift bekommen, dass diese Werte auch eben in Bulgarien ganz stark bei den Bulimiden, dass das ähnlich oder ja, sehr ähnlich ist wie bei den Kataren. Und da möchte ich dich gern fragen, weil ich, als ich mich hier auf den Weg gemacht habe mit der Katja, hatte ich das Gefühl, viel mehr als dass die Maria Magdalena da aus dem Osten kam, irgendwo aus Palästina? Aus Palästina, ja, aus dem Heiligen Land. Ja. War ich der Ansicht, es kommt aus Europa, sie kam aus Europa. Und da möchte ich gerne hören, was du dazu sagst. Maria Magdalena, wenn du es genau nimmst, ist ja auch wieder eine Verballhornung, das Maria aus Magdala und die Stadt findest du im heutigen Thüringen. Und ja. Weil die Sache mit, ich muss hier zu Olivers Frage doch einen Kommentar geben, man weiß, wer das heutige Christentum erfunden hat. Also wie das Urchristentum entstanden ist in den einzelnen Flecken und so weiter, das weiß ich nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, ich nicht. Aber wer das ins Leben gerufen hat, was wir heute Christentum nennen und wie es immer heißt, die jüdisch-christliche Weltanschauung und so weiter, dann kann man schon dahinter kommen, wer es ist. Also das Christentum, was wir heute als Christentum bezeichnen, was aber mit dem Urchristentum nur wenig zu tun hat und wie es auch bereits vor dem Neuen Testament bestanden hat, denn es gibt ja ganz viele Teile oder ganz viele Evangelien, die wurden bewusst weggelassen. Mhm. Sagt uns damals 325 beim Konzil von Nicäa, aber ob die Zeitrechnung stimmt, nehmen wir es einfach mal so hin, also jedenfalls schon ewig lange her. Und das, was wir heute als Christentum bezeichnen, wurde vom Judentum entwickelt. Und das ist belegbar. Und genauso gut wurde auch später der sogenannte Islam, etwas später, ich muss jetzt nachgucken, das ist 15, 13, ich muss nachgucken. Jedenfalls einige Jahrhunderte später wurde der Islam ebenfalls vom Judentum erfunden. Weil das ist eine Sache, teile das Ganze auf und lass die Leute gegeneinander rennen. Also erst Christentum und den Islam und das teilst du noch wieder aus in Evangelien, Katholen, Schiiten, Sunniten und dann kannst du es noch immer weiter runterbrechen. Das heißt, alle sind miteinander beschäftigt, jeder mit der anderen Gruppe und wie auch immer und damit sind sie beschäftigt und sehen gar nicht, wer oben hängt und die ganzen Fäden zieht. Genau. Also nur etwas noch zu Margrit. Jesus war definitiv kein Jude. Das ist auch so ein Irrtum. Aber Tobias, was mir hier in diesen letzten Tagen so klar geworden ist, diese ganze Inquisition, das war ja bestialisch. Und wir haben uns noch darüber unterhalten, damals in Montségur, wer da gewirkt hat, als eben dieser Inquisitor. Da ging es ja noch nicht um den Vatikan, das hieß damals ja noch nicht Vatikan, das war der Heilige Stuhl. Das würde ja heißen, dass eben die andere Glaubensrichtung, von der du jetzt gesprochen hast, dass die das installiert haben. Ist das so? Dass sie was installiert haben? Den Heiligen Stuhl und später den Vatikan. Ja, natürlich. Okay.
Also ich denke, was noch nicht genug rüberkam, weil hier schreibt eine von wegen, ja, ich bin jetzt ausgetreten und so, weil mir das alles nicht geheuer war. Und das ist klar, das betrifft die römisch-katholische Kirche. Ja. Und das zu unterscheiden, also wenn, erstens mal finde ich, ist es schon wichtig, zwischen Alten und Neuen Testament zu unterscheiden, weil das Alte Testament ist ja das, wovon die Juden, bis, also die Zionisten, oder die Juden bis heute noch davon ausgehen. Dann haben wir das Neue Testament und das war schon eine sehr, sehr revolutionäre Geschichte, dass da jemand kam. Also das, was Jesus, ich nenne es mal irgendwie, das ist eine Art Dokumentation oder Gebrauchsanweisung fürs Leben. Das, was Jesus da gelebt hat, ist schon revolutionär, zu sagen, okay, du wirkst nur über dein Bewusstsein, über Handauflegen, mhm. über die Liebe. Mhm. Das war unglaublich, ne, das so zu verbreiten. Und das wurde dann gekapert von der römisch-katholischen Kirche, von Satan, sage ich jetzt mal, von den Satanisten, also von der Gegenseite. Ja, und der Punkt ist, was wollte ich sagen? Ich habe manchmal mal Schwierigkeiten. Du reißt immer 3, 4, 5 Felder an, die kann ich mir nicht alle merken. Du weißt ja, immer nur eine Sache gleichzeitig. Nein, die Sache ist erstmal, was ich noch gelesen habe, wo jemand schrieb, Margit, dann jeder, Jesus war auch ein Jude. Nein, er war definitiv kein Jude. Sonst würden die Juden nicht einmal im Jahr ein Fest feiern, wo sie auf Jesus spucken, urinieren, ihn beschimpfen und sonst irgendwie klein machen. Das würden sie mit einem der Iren niemals tun. Und dann kommt dazu, dass, wo du gerade sagtest, Jesus war so nur mit Handauflegen, Liebe und die ganzen Sachen unterwegs, ist korrekt. Das heißt, die andere Mannschaft hat im Grunde genommen erkannt, dass diese Methoden, das ist auch das, was wir heute wieder erkennen, es ist alles nur Schwingung, es ist der Geist, der die Materie bestimmt, all diese Sachen, wo wir auch feststellen, die Schulmedizin, die ja so heißt, weil sie noch zur Schule geht, halt letztendlich, wo wir erkennen, alles ist Schwingung und alles ist letztendlich Frequenz, wir haben Frequenzen, die wir heilen, und dass wahrscheinlich die anderen dieses Wissen damals schon hatten und dann natürlich dann festgestellt haben, dass er dieses Wissen bei denen verbreitet, wo die römischen Eliten damals nicht wollten, dass die anderen das wissen, die sogenannten römischen Eliten, weil ob Rom zu diesem Zeitpunkt überhaupt diesen Stellenwert hatte, darf auch berechtigt bezweifelt werden. Mhm. Und dass dann sie natürlich einen Weg gefunden haben, ihn irgendwie zu beseitigen. So, ja. Denk an Martin Luther King oder an andere Leute aus der jetzigen Zeit. Ja. Also, was ich jetzt unglaublich finde, ist, sie haben ja nicht nur, unter Anführungszeichen, ihn gefoltert, getötet, ihn gedemütigt und ihn vor aller Augen lächerlich gemacht. Das ist ja nur eine Geschichte. Sie haben also nicht nur, sie haben seinen Geist, sein Erbe, haben sie gekapert, haben sie reframed und haben es seither vollkommen verdreht, den Menschen weggenommen, also sein Erbe weggenommen und ihn eben durch diese Darstellung am Kreuz verhöhnt und damit uns in eine völlig kranke Gesellschaft getrieben, ne, die unter diesem Kreuz stattfand. Also ich denke, es ist zu einfach, wenn wir nur sagen, ach ja, ich will mit dem Kreuz nichts zu tun haben, ich negiere das, weil unsere ganze Kultur ist so davon geprägt, ob wir das nun wahrhaben oder nicht. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns das ins Bewusstsein holen, was sie alles mit uns getan haben, und dann können wir uns davon befreien. Ja, genau, und da, ich weiß, Tobias, du hast da zum dritten Punkt etwas Wichtiges zu sagen. Für mich wurde klar auf dieser Reise hier, es geht zum einen, wenn wir jetzt das anhand der Katharer anschauen, es ging ganz klar ums Bewusstsein, das Erste. Das Zweite war, es ging aber auch um eine Information, wahrscheinlich unser Blut, unsere DNA, wie auch immer. Also es hängt sicher damit zusammen. Der dritte Punkt aber, und das ist natürlich in Rennes-le-Château oder in Montségur extrem gut spürbar, diese Kraftorte. Und da haben sie ja überall danach ein Kreuz installiert, und um diese Energie irgendwie wegzubringen, was auch immer. Aber es ist extrem spürbar, dass da was ist. Kannst du dazu was sagen? Nee, jetzt auf Anhieb nicht. Also wo du... Was ist mit dir los? Nein, es,
ging darum, um das Kreuz. Du hast mal gesagt, an den obersten Stellen steht immer ein Kreuz. Also zum einen ist es die Meridiane von der Erde, aber was hat es für eine Bedeutung, dass überall, eben auf den höchsten Bergspitzen, überall dann die Kreuze installiert wurden? So meinst du das, ja. Das habe ich dann gerade missverstanden. Also es gibt zwei Punkte, weil du sagtest, bei den Meridianen, es ist ja so, dass die Kelten früher schon an den Leylinien, beziehungsweise wo diese sich gekreuzt haben, auf jeden Fall ihre Türme aufgestellt haben und dann auch immer an Abständen von 20, 30 oder 40 Kilometern, je nachdem, wie die Sichtweite es hergab, weitere Türme aufgestellt haben, um so auch Nachrichten weiterzugeben. Und bei den Türmen, wo eben halt diese auf Knotenpunkten der Meridiane liegen, die haben dann die Kirchen letztendlich genommen und ihr Schiff, wie sie auch sagen, rangebaut, weil sie haben mit ihrem Schiff angelegt, mit dem Hauptschiff. Mhm. Manchmal natürlich auch ein Seitenschiff, so ein Ausleger wie ein Katamaran, weißt du? Mhm. Also zu den ganzen nautischen Begriffen in der Kirche habe ich ja schon mal ausführlich geredet. Und die anderen Gründe sind immer die, dass also diese ganze geomantische Energie in Gebirgen und Bergen, die sich dann irgendwann bei den großen, an den Bergspitzen sammelt, natürlich über diese Kreuze auch abgezogen werden können, mhm, und halt auch gelenkt werden können, um sie irgendwo wieder einzusammeln. Mhm. Wunderbar sieht man das also auch in Rom vor dem Petersplatz, wenn man die Straße lang geht, wo die ganzen Säulen rechts und links, mhm, laufen, die dann energetisch zulaufen auf den großen Obelisken, genau, im Zentrum des Vorfeldes des Petersplatzes. Okay. Also das heißt, auch in Basel zum Beispiel treffen sich ganz viele Meridiane. Ist das ein Grund für das Blitz in Basel? Das kann ein Grund sein, weil direkt an dem Ort, wo es wäre, würden sie wieder einen Obelisken aufgestellt haben. So gut kenne ich Basel nicht. Ich bin zwar oft da, aber jetzt noch nicht in jedem Detail. Okay. Das mit der Blitz hat sich einfach nur geboten, weil die Rothschilds dort Privatbesitz hatten. Und so eben halt sagen könnten, wir nehmen jetzt dieses Areal und das nehmen wir aus dem Staatsgebiet, nein, aus dem Firmengelände der Eidgenossenschaft, genau, das heraus. Und das wird dann halt Privatgelände und alle, die dort arbeiten oder ansässig sind, bekommen also auch einen Diplomatenpass. Mhm. Offizielle Amtssprache in BITS ist Englisch. Mhm. Ja, im Dings auch, in dem Fall, oder? Weiß ich jetzt nicht. Ich habe dazu was Spannendes gelesen, weil das bei der UN in Genf ist es auch so. Also was ich noch zu diesem, da schreibt eine von wegen, dass unter dem Vatikan, also dass der Christus früher anders dargestellt war. Und ich denke, das gibt uns einen Hinweis, wann denn das stattgefunden hat. Also ich glaube, also wenn wir jetzt von diesen 2000 Jahren ausgehen würden, also die Geschichtsschreibung, die normale, dann glaube ich, dann deutet darauf hin, dass 1000 Jahre lang das ursprüngliche Christentum das Urchristentum sich ausgebreitet hat und erst dann von den Römern, von den, wie man sie jetzt nennen will, die Phönizier, die Babylonier, die Satanisten, wie wir sie nennen wollen, dass die das dann erst übernommen haben, weil wir sehen, wie sie ganz richtig schreibt, ne? Wir sehen auch in der Kunstgeschichte, wir sehen in den alten Darstellungen, wir haben zuerst den Christus Triumphans, das ist der mit den ausgebreiteten Armen, der ein triumphierender Christus ist. Wir haben auch den Majestus Dominus, der mit dem Segensgestus nach oben, das heißt, das ist alles eine Sieger, das ist kein Gedemütigter. Das heißt, diese Darstellung hat sich verändert um 1000, da wurde auch aus diesem, dann wurde er schon ans Kreuz genagelt, aber erstmal mit 4 Nagel und aus 4 Nagel wurde dann 3 Nagel und so weiter. Also, und dann kamen erst diese ganz grauenhaften Darstellungen in der Gotik mit diesem blutend und Wunden und, mhm, so weiter. Also da hat es eine Umstellung gegeben. Da wurde es gekapert. Ja, ich wollte eben noch was ergänzen. Ich habe gelesen, da fragt jemand, was meint ihr mit BITS? Und von den Rothschilds, das BITS ist die Abkürzung für die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Die wurde nach dem Ersten Weltkrieg geplant und dann nahmen sie 1930 ihre Arbeit auf, um die Reparationsleistung aus dem Ersten Weltkrieg zu koordinieren. Das war zumindest die offizielle Bezeichnung. Und dann wollte ich eben noch was sagen, weil ich mit den Kreuzen auf den Bergen noch nicht war, die haben auch noch eine andere Bedeutung. Die sammeln also nicht nur Energie, sondern sie stellen ja auch eine Marke dar, ein Markensymbol. Und jeder kennt den Mercedes-Stern oder VW-Emblem, was übrigens auch satanisch ist, da ist auch da mal die 6 drin versteckt, das nur nebenbei. Aber
dieses Kreuz, was wir vorhin gezeigt haben, was also nach unten hin verlängert ist, ist ja das Logo der katholischen Kirche. Mhm. Und wenn das also irgendwo aufgestellt wird, ob in einem Dorf, irgendwo auf der Kirche oder wie man das in der Schweiz übrigens gut beobachten kann, das heißt, nee, ich habe es jetzt in der Nähe von Innsbruck auch beim Brennerpass hochgesehen, auch die Österreicher fangen jetzt schon damit an, stellen irgendwo in der Landschaft Kreuze auf und die sind nachts dann sogar noch beleuchtet. Ja, genau. Also krass fand ich das im Wallis. Also die stehen teilweise irgendwo auf den Bergen, du fährst irgendwo lang, guckst hoch, siehst du da ein beleuchtendes Kreuz. Es bedeutet aber letztendlich auch, es wird damit angezeigt, hier ist unser Firmengelände und wenn du dich hier aufhältst und nicht widersprichst, akzeptierst du unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das heißt, deshalb stellt man Kreuze auch gerne auf Bergen auf, damit es möglichst weit zu sehen ist und sie immer sagen können, überall dort, wo das Kreuz zu sehen ist, ist unser Gelände. Genau, und schau mal Rio de Janeiro, ne, wo dieser riesen Christus da auf dem Berg thront. Und weil jemand hier fragt, was denn das Ziel der Schlumpfung ist, ich nenne es jetzt mal Schlumpfung, damit wir nicht gleich gesperrt werden. Also wenn wir da vergleichen, das haben wir immer wieder festgestellt, ne? Das, was wir bei den Katarern, also das so hautnah zu erleben und zu spüren, wie hier mit den Menschen umgegangen wurde, von eindeutig Nichtmenschen, das muss man dazu sagen, weil das ist nicht menschlich, so etwas, was da gemacht wurde, das ist unmenschlich, das heißt, es muss satanisch sein. Und die Parallele zu dem, was damals passiert ist, dass das weltweit überall greift, du sagst es, Tobias, überall, auch in Nepal und in überall, ich meine auch der Buddhismus und der Islam sind aus demselben, das geht in dieselbe Richtung, das untersteht dem. Und jetzt haben wir genau das mit diesem koronisierten Wahnsinn und mit diesem Zwangsgepiekse, was jetzt schon anfängt. Das ist ein und derselbe Geist. Sie wollen es damit dingfest machen. Und jetzt ist die Frage, dass die aufstehen, die sich da nicht ergeben. Mal diplomatisch auszudrücken, der Dalai Lama ist auch kein sehr netter Mann. Nein, das definitiv. Für alle, ich weiß, die Frage kommt jetzt wieder, alle mal bitte Dalai Lama und Nexium googeln. Einfach Nexium eingeben. Das ist alles andere als ein guter Mann. Ich weiß, es schockiert immer noch Leute, aber man muss es einfach immer wieder sagen. Genau, auch die Erzählung, also erstens Mutter Teresa kommt auch, die ist mit Fauci im Bunde. Und ich habe die Geschichte erzählt, wo mir einer erzählt hat, der war mit so einem Ashram in Indien und er hat gedacht, das ist Herz Jesu, das ist Herzöffnung. Und dann hat er erzählt, ein Jahr lang durfte da keiner raus, weil sonst wäre er nicht wieder reingekommen. Und jetzt hat er erfahren, dass seine ehemaligen Mitgenossen, wo er gedacht hat, die haben alle das Herz offen, dass sie alle miteinander geimpft sind. Der ganze Ashram, kollektiv, müsst ihr euch mal vorstellen. Dann wisst ihr, wo ihr seid. Das ist nur die Kehrseite der Medaille. Für die Weichgewaschenen, für die es so hart nicht mögen, die kriegen es dann auf die andere Art. Ja, ich wusste eins auch nicht, ob ich einen Kopf schütteln oder einfach lachen sollte, als ich erfuhr, dass aus den Exkrementen des Dalai Lama Globuli gemacht werden, die dann halt an die Gläubigen verteilt werden, weil alles, was er von sich gibt, ist heilig. Das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Aber du fragtest, was der Sinn der Schlumpfung ist, um das mal so zu sagen. Und das Schöne ist, ich habe ja die Tage auch meinen Sohn getroffen. Ich war ja in Wien, habe ihn besucht. Und da sind wir halt in Schönbrunn spazieren gegangen und haben auch da über Gott und die Welt sinniert. Und er hat eine wunderbare Idee gehabt. Das heißt, wir sind beide im Gespräch drauf gekommen, aber er kam letztendlich drauf. Die Impfung, Schlumpfung, wie auch immer, zielt eigentlich auf drei Resultate ab. Also ich glaube, wir können von vornherein ausschließen, dass es dazu dient, die Menschen gesund zu halten. Können wir, glaube ich, allesamt streichen. Ich glaube, da sind wir einer Meinung, zumindest die hier zusehen. Das Erste, was bei der Schlumpfung rauskommt, sind Tote. Sollte es sein, dass jemand wider Erwarten die Schlumpfung überlebt und auch länger als avisiert, dann kommt er langsam in den Status eines Zombies. Das heißt, er ist ferngesteuert, weil die ganzen Nanopartikel auf die 5G-Strahlung ankommen, und da kann man eine ganze Menge mitmachen. Selbst mit denen, die jetzt keine Nanopartikel haben, kann man über die herkömmlichen Mobilfunkmasten schon eigentlich ziemlich Einfluss nehmen. Also man kann die Stimmung herausgeben. Euphorie, Trauer, Wut, Niedergeschlagenheit und so weiter. Und das Dritte ist ganz einfach Unfruchtbarkeit. Weil letztendlich, deshalb wollen sie auch die Kinder ab 12 impfen, bevor sie richtig in die Pubertät kommen. Das heißt, durch die Impfung wird also die ganze Fruchtbarkeit und die Fortpflanzungsfähigkeit da niedergemacht. Unterm Strich dienen diese drei Dinge eigentlich nur einem Ziel, die Weltbevölkerung möglichst
quantitativ zu dezimieren. Ja, da ist ja auch noch die Graphene dann wichtig, Graphene, ne? In dem Zusammenhang. Genau. Also wir werden demnächst, ja, also ich freue mich, ich kann sagen mal ganz zynisch, ich freue mich schon, demnächst bin ich dann mal ohne Star auf der Autobahn unterwegs. Du, aber was wir heute gesprochen haben, Diana, gell, war, wenn dann... Die Karte war total entsetzt. Ich nein, ich war nicht schon. Entsetzt, ich kenne ja das Ganze, ja. Nur wenn man sich das wirklich mal vor Augen hält. Wenn, nehmen wir an, es würden wirklich 70% der Menschheit dahin raffen. Es wären nur noch 30% übrig. Aber was haben Sie? Das ist schon die Frage. Ne? Dann, die Gefraster sind ja immer noch da. Dann haben wir die Gefraster und die 30%. Ja, und wie jemand ganz richtig sagt, die Querulanten sind dann übrig. Also diese ganze Schlumpfung am Ende macht sie für mich irgendwie dann irgendwie doch nicht Sinn. Also so. Nee, also schon. Also ich glaube, das ist eine Bereinigung auch aus biblischer Hinsicht, weil was wir erleben ist im Großen und Ganzen die Johannes-Offenbarung und selbst da sind es schon, jeder Zweite wird von der Erde genommen. Und seien wir ehrlich, wenn wir mit offenen Augen durch die Gegend fahren oder durch die Städte laufen und so weiter, dann stelle ich fest, und selbst wenn man mich für diese Aussage jetzt nicht unbedingt mögen wird, aber ich halte 70% der Bevölkerung für schwerst degeneriert. Ja gut, da sind wir natürlich auch bei dem, dass, was der Gene Decode meint, dass er sagt, dass eine Cro-Magnon, also eine Affeninformation in die Menschheit hineingegeben wurde, vor langer Zeit schon, und dass es sozusagen daraus zwei Spezies sich ergeben haben. Ja, darüber hat man es ja auch letztes Mal. Ne? Jesus Faktor positiv, da kann das Ding andocken, das sind 80% der Weltbevölkerung, wenn man es so deichselt, dass nur die Positiven letztendlich, also die Rhesus-Positiven, ja, das Ziel sind, dann kann man schon eine Menge Wohnraum schaffen. Was aber nicht heißt, dass die alle, also man kann sehr wohl mit seinem Bewusstsein, und also wir haben gestern haben wir darüber gesprochen, gell, Diana, dass wenn der Stamm gesund ist, dass er immer, also das ist bei jedem Vorbruch oder Impfprogramm, wenn der Stamm gesund ist, dann kann er seine eigene Natur setzt sich dann durch, wenn der Stamm gesund ist. Also es geht darum, dass wir unseren Stamm gesund halten. Weißt du noch, Tobias, wir haben doch mit dem David gesprochen und der hat gesagt, stell dir vor, was da alles in uns reingeht, geschrumpft, was über Glyphosat, was über Medikamente, was über Chemtrails. Ich meine, dass wir überhaupt noch leben, ist ja ein Wunder, oder? Ja, die ganzen Medikamente, die ganze, über die Nahrung und so weiter. Ein Freund von mir sagte mal, die größte Kloake auf diesem Planeten ist der Mensch. Ja, aber das stimmt eben nicht, weil wir haben dieses Bewusstsein, wenn du dir wirklich mal anschaust, wie die das hat mich so extrem berührt in Montségur, wie die in dieser Haltung da, obwohl sie gewusst haben, es geht jetzt auf den Scheiterhaufen, das war etwas, wirklich, das war die Christusenergie. Und die hat, jeder von uns hat das in sich. Ja, aber wenn die Katharer aber im Urchristentum und auch nicht nur im Glauben, sondern im Wissen waren, dann wussten sie ja, wenn dieses Leben beendet wird, ist es ja nicht das Ende deren Existenz. Ja, genau. Das eine, deshalb konnten sie auch quasi erhobenen Hauptes in den Tod gehen. Genau. Ist das also oftmals sich, das habe ich auch gelesen, bei Verbrennungen und so weiter, die Seele vorher schon aus dem Körper zurückzieht. Ja. Und weil du gerade davon sprachst, wegen der Folterung im Mittelalter und so weiter, ich habe heute Nachmittag noch ein paar Freunde getroffen und da haben wir drüber geredet, ja auch über die Foltermethoden, warum das alles gemacht wurde, die ganze Inquisition und so weiter. Und da dachte ich, was ich in meinem Antiquariat mal gefunden habe, ist der Hexenhammer, wo er so detailliert beschrieben wird. Ja, das habe ich. Also ich konnte ein Buch nur 20, 30 Seiten legen, ich habe es beiseite gelegt. Weil das ist also, man glaubt ja nicht, wie tief Menschen sinken können, wie böse sie sein können. Aber der wirtschaftliche oder sagen wir wieder der kommerzielle Aspekt dabei ist, in dem Moment, wo man sehr viele Menschen getötet hat und nachdem also die Männer in den ganzen Kreuzzügen schon dahin gemetzelt wurden, dann also zu Hause die Felder nicht bestellen konnten, dann bleiben noch die Frauen übrig. Und viele davon waren in Heilkunde, Kräuterkunde und so weiter sehr wissend. Also es kommt dazu, dass man das Wissen beseitigt, am besten gleich mit den Wissenden, weil das hatte kommerziell dann auch wieder einen bestimmten Hintergrund. Denn wer der Ketzerei überführt wurde, dessen Eigentum, Vermögen und Höfe, Land und wie auch immer, ging dann in den Besitz der Kirche über. Ja,
Also gab es durchaus auch einen kommerziellen Anreiz, diese Leute zu töten. Genau, ich möchte nur zwei. Achso, Entschuldigung. Ich muss Ihnen noch mal was sagen, weil Ulrike schrieb irgendwie, das ist unser Problem, wir haben sie nicht richtig integriert. Es geht nicht darum, dass wir jemanden integrieren. Es geht darum, dass andere, die hierher kommen, sich integrieren. Ich weiß jetzt nicht, worauf sie das genau bezogen hat, aber das ist ein Satz, der triggert bei mir immer was an. Nach dem Motto, piep, 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 wir wissen, dass alle lieb haben und alle beachten und sonst irgendwie, wenn Leute hierher kommen zu uns als Gast, haben sie unsere Regeln zu akzeptieren. Würden sie umgekehrt genauso verlangen? Da möchte ich mich gleich anschließen, Tobias, weil ich merke, dass jetzt einige Sachen waren, wo ich sage, das ist genau das Stockholm-Syndrom. Das eine, nein, es sind nicht die Menschen, die so böse sind, die das machen. Das ist nicht Mensch. Nein. Das ist der Teil, der nicht Mensch ist. Das ist der satanisch eingeimpfte Teil. Der ist fähig zu foltern. Ein Mensch, was der Mensch will, ist, er will in Ruhe leben, sein Feld bestellen, er will Kinder zeugen, er will sie ernähren können. Das ist, was der Mensch im Ursprung ist. Er will seine Ruhe haben. Es gibt keinen Menschen, es ist nicht menschlich, dass was uns permanent eingeimpft wird, dass wir irgendwie unsere Nachbarin vergewaltigen wollen, unseren Nachbarn ausrauben wollen und uns und andere Völker erschlagen wollen und Krieg gegen sie führen wollen. Das ist nicht menschlich, das ist etwas, das haben sie als fremde DNA in uns reingejuckelt. Und dazu möchte ich sagen, weil eine geschrieben hat von wegen, ja, sie gibt dir recht, alle müssten jetzt in Therapie. Nein, ich sage ganz das Gegenteil. Die Therapie ist ein Teil dieses ganzen satanischen Programmes. Freud war der Obersatanist. Wir sind gesund. Alleine dieser Gedanke, du bist nicht gesund, du musst an dir arbeiten, du musst Schatten auflösen, du musst irgendwie, keine Ahnung, du bist eine gute Mensch. Deswegen bin ich auch mit dem Wort Kloake natürlich nicht sehr glücklich, weil es wird ja alles in uns hinein. Ich meine, energetische Kloake, sondern tatsächlich die physische Kloake, was der menschliche Körper aushält, was wir alles an Giftstoffen und Schadstoffen mit uns rumtragen können, ohne dass wir zusammenbrechen. Ich finde es umgekehrt. Es ist ein Beweis dafür, wie sehr das Göttliche und das Menschliche in uns wirkt. Genau. Was für ein wunderbares Wesen der Mensch ist, dass er trotz all dem, du sagst es ja, Diana, trotz all dem aufrecht gehen kann. Und ich meine, weil sie gemeint hat, von wegen, wir müssten jetzt alle in Therapie gehen. Ein Baum, der gesund ist, ein Baumstumpf, ein Stamm, der gesund ist, muss nicht in Therapie gehen. Alles, was er machen muss, ist erkennen, dass etwas Fremdes, etwas Artfremdes auf ihn drauf geimpft, gepfropft wurde und es weg aus seinem Haus, raus aus seinem System. Und dann bist du gesund. Jedes Kind ist gesund von sich aus, außer es hat dieses satanische Genom, irgendwie dieses experimentelle, was in ihn reingejuckelt wurde. Ansonsten ist ein Kind gesund, eine Katze gesund, ein Baum gesund. Susanne schreibt, Tobias, sag mal was Positives, sonst müssen wir uns ja auf Schreckliches einstellen. Ich möchte dazu ganz kurz, Tobias, darf ich schnell noch? Ja, Ladies first. Danke. Die Katja hat mir vorher etwas vorgelesen von Dieter Bröers. Finde ich mega klasse, was er da wirklich gesagt hat. Im Kern geht es darum, Susanne, wir werden ganz sicher noch anspruchsvolle Zeiten jetzt erleben. Warum? Ja. Das ist genau das, was er auch Dieter Bröers schreibt. Ich meine, über uns, über mich mit meiner Arbeit, über ganz sicher dich, Tobias auch, weiß ich, Katja über dich auch, aber das ist nicht das Thema. Viele haben sich lustig gemacht und gesagt, hey, Verschwörungstheoretiker, was auch immer. Aber was jetzt passieren wird, und ich bin davon überzeugt, das geht nicht mehr Jahre, sondern wir sind da mittendrin, und jetzt wird es wirklich anspruchsvoll, weil das mit der Schrumpfung wird, zeigt jetzt schon erste Anzeichen. Also das heißt, wir, ja bitte? Ich habe dich unterbrochen, verzeih. Wir brauchen jetzt wirklich diese Kraft und wir brauchen die Kraft als Mensch in uns. Das heißt, das ist auch das gleichzeitig das Positive. Und das ist das, was Katja sagt. Also wenn wir all das weglassen, wovon wir wissen, es tut uns nicht gut, ist das genau die Kraft, die wieder raus darf aus uns, das, was wir nämlich wirklich sind. Und ich bin davon überzeugt, ich sage allen, das wird jetzt kein Spaziergang, jetzt geht es darum, dass wir zusammenstehen, dass wir dieses Gruppenbewusstsein wirklich stärken, weil alle von uns Zeiten durchgemacht haben, wo wir knietief durch diesen Scheiß durchgegangen sind, weil man versucht hat, alle zu der Lächerlichkeit preiszugeben. Man hat versucht, ihnen die wirtschaftliche Grundlage zu nehmen, all das. Aber was ich meine, am Ende steht das ganz, ganz Positive.
Und das möchte ich gern. Tobias, sag mal deine Meinung dazu. Und sei bitte jetzt positiv. Das war gut. Du darfst sagen, was du willst, aber es muss was Positives sein. 2 sind 4. Nein, also jetzt, man möge mir vielleicht meinen Sarkasmus verzeihen, aber ich blicke auch auf meine ehemalige berufliche Karriere zurück und ich möchte Susanne an diesem Punkt einfach sagen, wenn sie eine Märchenstunde bräuchte, dann soll sie einen Termin mit ihrem Versicherungsvertreter machen. Gut, das ist jetzt nicht gerade was Positives, aber am Ende, sag mir bitte, wie siehst du es? Nein, es ist ganz einfach so, immer nur die Sachen schön reden. Also man muss sich nicht immer nur in den dunklen Sachen suhlen, das ist ganz klar. Aber immer nur die rosarote Brille aufhaben und die Scheuklappen, um nicht zu sehen, was rechts und links passiert. Und dann immer nur sagen, sich die Welt bewusst schön reden, ohne wirklich mal realistisch das zu betrachten, was da ist, halte ich zurzeit für die zweitbeste Lösung, denn ich gehe davon aus, ich kann mich ja durchaus auf schlimme Dinge oder auf schlimmste Dinge vorbereiten, dann bin ich zumindest schon mal ein Stück weit innerlich gewappnet. Wenn es nicht so weit kommt, ist doch gut. Mhm. Aber dann zu sagen, oh, tai, ich gehe mal wieder bon, und dann kommt der Tritt in die Knie und der Schlag in den Nacken, dann ist das eine Sache, wo die meisten Menschen dann weniger gut mit umgehen können. Mhm. Und ich habe mich einfach wir haben über so viele Sachen gesprochen, mehr als das, was wir jetzt öffentlich tun. Und wir sind einfach in den letzten Wochen, Monaten dahin gekommen, dass die herausforderndsten Zeiten vor uns sehen, beziehungsweise ist nicht ganz korrekt, weil wir sind schon in der Endzeit. Es ist nicht 5 vor 12, es ist 12. Und die Uhr schlägt. Ich weiß nicht, wem sie das letzte Mal schlägt oder wem die Stunde dann geschlagen ist, aber wir sind mittendrin, mhm. Nicht nur dabei. Also, wenn jetzt jemand schreibt, am Ende wird es jedem von uns noch richtig wehtun. Also ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, es ist die Frage, wenn du weißt, wer du bist, wenn du wieder zurückgefunden hast zu dir, wenn du in der Angst steckst, bist du in dem gleichschenkligen Kreuz mit der Materie identifiziert, dann weißt du nicht, wer du bist. Denn warum die Katharer sind glücklich in den Tod gegangen? Warum war das so? Weil sie gewusst haben, wer sie sind. Mhm. Und dann konnte man ihnen nichts anhaben. Und das ist keine Illusion und das ist nicht nur irgendwie Wunschdenken, sondern ich weiß das am eigenen Leib. Ich weiß, dass man mir nichts anhaben kann, weil ich bei mir bin, egal was mir passiert. Jemand, der weiß, wer er ist, kann durch die schlimmsten Zeiten gehen und dabei glücklich und entspannt und in sich ruhend sein. Und jemand, der völlig außer sich ist, kann wahnwitzig, was im Außen alles Tolles präsentiert bekommen, er wird vollkommen unglücklich sein. Mhm. Also es geht letztendlich darum, dass wir uns erinnern, wer wir sind, und wir sind garantiert nicht im Mangel und dass wir Angst haben müssen oder sonst irgendwas. Es geht nicht darum, wie schlimm es ist, was wir erleben, sondern wie wir damit umgehen, wie unsere Haltung ist. Ja, gebe ich dir völlig recht. Es ist einfach so, das ist auch das, wo ich immer sage, es geht darum, ja, zu wissen, wer man ist, was man für ein Wesen ist und welche Kräfte man in sich hat. Ja. Das ist übrigens auch noch etwas, was mir geht, weil jedes Mal, wenn ich mit spirituellen Menschen zusammensetze, mit Heilern, Medien, wie auch immer, die sagen man doch, geh noch mehr in dein eigenes Trauen, noch mehr rein und noch mehr, und du bist immer noch nicht bereit, deine wahre Macht und deine wahre Stärke anzunehmen. Und das ist gerade das, woran ich gerade persönlich arbeite. Ja. Und dann ist da ein Satz, der hat mich eben verwirrt, von Chrissy van der Walden, To whom the bell tolls, sie schlägt für dich, Tobias, da weiß ich jetzt nicht, wie sie das meint. Bitte nochmal umformulieren, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Gut, aber da sind wir wieder bei dem, was du auch von Tobias von Helsing auch immer erzählst. Ne? Es geht darum, dass wir, und da sind wir wieder beim Anfang mit dem Kreuz, es geht darum, dass wir eben nicht diese zu Kreuz kriechenden Sünder sind, die hier im Schuldkult gefangen sind und froh sein können, wenn sie einen Knochen abbekommen vom großen Tisch, sondern es geht darum, dass wir uns erinnern, dass wir wirkliche Wesen sind. Genau. Und welche Macht und welche Kraft wir haben und was uns ausmacht, was unsere Essenz ist. Und die hat mit der Existenz nicht unbedingt so viel zu tun. Die Essenz ist über der Existenz. Ja. Es ist letztendlich so, dass unsere Diener und Pförtner sich zum König aufgeschwungen haben. Ja, genau. Wir haben es zugelassen. Ja. Weil das ist etwas, wenn ich früher mal in Behörden zu tun hatte, bin ich immer reingegangen und ich habe dann gesagt, ich bin der Chef und ihr habt jetzt euren Job zu machen. Und wenn ihr dann irgendwie von oben herabkam, habe ich gesagt, Moment, wir müssen mal gucken.
Wer ist der Souverän in diesem Land? Ja, so und so. Der schickt Vertreter, wie auch immer. Und ihr seid, dient dem Staat. Wer ist der Staat? Wer ist der Souverän im Staat? Bitte, Ausführung. Also, das ist Katja. Ja, Antwort, weil da jemand schreibt, ist es nicht essentiell, dass wir jetzt unsere Seelen vor den dunklen Mächten schützen? Ich habe dazu nur einen Satz. Ab auf die Hundedecke. Mhm. Satan, weiche Satan. Mhm. Also ich schütze mich nicht, sondern ich sage, hey, ab mit dir, aber schnell, mach einen Abgang. Versteht ihr, wenn mir solche Energien begegnen, die haben mit mir nichts zu lachen. Mhm. Die fürchten mich, das sage ich euch. Ja. Ich weiß, wovon sie spricht. Ja, schickt sie dich mal auf die Hundedecke, oder wie? Was? Schickt sie dich immer auf die Hundedecke, Liana, oder wie? Nein, also wirklich. Also, wir haben wirklich. Aber das ist auch, weißt du, es geht ja darum, mit Menschen zusammen zu sein, wo du wirklich zum einen natürlich Mensch sein kannst, du kannst es lustig haben. Und das ist so wichtig. Wir lachen sehr viel, ja. Ja, tatsächlich. Genau. Und das, was du gesagt hast, oder das auch, Katja, was du gemeint hast, jetzt geht es doch darum, unsere Göttlichkeit, ich weiß, du magst das Wort nicht, aber es ist so, wir sind Götter. Doch, ja. Natürlich, du auch. Du bist einer der Obergötter, das weißt du. Nein, wir alle. Doch, aber es geht darum, dass wir dieses Bewusstsein wirklich auch in uns jetzt entwickeln. Und das ist das Buch von Helsing, wo er sagt, wir sind Götter. Es wurde eine gigantische Ablenkungsindustrie errichtet, um uns von dieser Göttlichkeit wegzubringen. Und davon bin ich überzeugt. Also es geht jetzt für alle, die sagen, wenn es schlimmer wird, wenn es noch, was kann ich machen, diesen Weg zurück in die eigene Göttlichkeit. Und dann haben die keine Chance. Dann heißt es, weiche von mir. Die Freakshow, wie ich sie nenne, der fünfte Wagen der Geisterbahn, die haben dann keine Chance. Aber es ist wichtig, der erste Schritt ist wieder zurück in die eigene Göttlichkeit. Auch wenn das für viele irgendwie total überheblich tönt, aber das ist es. Und dich vom Kreuz der Materie runternehmen, weil das ist auch diese Angst vor dem Tod, weil die haben auch am Anfang gesagt, dieses Kreuz steht für eine Todesgesellschaft. Ja. Das war Freud, also weil die von Therapie schrieb, es war Freud, der diesen Thanatos überhaupt erst kreierte. Und das war eine total coole Idee in Bezug auf den Satan, weil normalerweise wir leben, alles strebt nach dem Leben. Das ist die Natur, auch in uns, alles strebt nach dem Leben. Und auch der Sterbeprozess ist ein Teil dieses Zyklus. Es ist ein Zyklus. Mhm. Und den Tod, den gibt es nicht. Aber sie brauchten den Tod, sonst hätten sie uns nicht zu klein halten können. Genau. Und deswegen runternehmen vom Kreuz der Materie. Alle, die Angst haben, oh, mit der Schlumpfung und Ding, und sonst verliere ich meinen Job, kleben oder hängen am Kreuz der Materie. Genau. Ja, und Freud hat eine ganze Arbeit geleistet, der kokainsüchtige Pädophile. Genau. Wer, wie, was? Achso, der Freud. Freund habe ich das genau. Ja, genau, der hat ganze Arbeit geleistet. Also, bei den Freunden, mit denen ich heute Nachmittag noch zusammengesessen habe, wurde ihm halt auch gesagt, also es gibt ja mittlerweile, McDonald's bietet ja schon ein Impfmenü an. Lass dich nur Christen Burgermenü umsonst. Oder es gibt Impfpartys, weißt du, wo dann schon der DJ ist. Was weiß ich. Auf der Donau-Impfboote, die von einem, weil für die Bäder brauchst du die Tests und dann sagen sie, okay, wir können euch impfen, dann braucht ihr keine Tests mehr. Ja. Ja. Hey, weißt du, was wir gesehen haben? Einen Typen mit einem T-Shirt, Kiss me, I'm vaccinated. Ja, ich habe so ein ähnliches T-Shirt mal vor 2 Monaten in Maastricht gesehen. Und das ist, die Party kann kommen, I'm vaccinated und so ungefähr. Und dann sage ich mal, also wer sich für ein Burgermenü impfen lässt, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was er sich in den Körper jagt, dann sage ich mal, lass dich impfen. Lass dich impfen. Mit diesem Selbstverantwortungsgefühl und diesem Bewusstsein bist du für 5D nicht zu gebrauchen. Dann geh ins Recycling. Genau. Und ich sage noch, passt auf, alle, die jetzt von der alternativen ESO-Szene kommen, hinterfragt das genauso, denn das war das Programm, das hat noch viel mehr gewirkt. Mit der ganzen ESO-Szene, mit dem, was hat das mit dir zu tun und pipapo und die ganze, alle sind Heiler und Therapeuten, jeder muss geheilt werden, jeder hat ein Trauma. Ja, das geht genauso davon aus, dass du nicht okay bist, so wie du bist. Du musst dich therapieren, du musst irgendwie in die Therapie gehen, weil du nicht okay bist, so wie du bist. Also meine einzige Heilung war die, dass ich wieder festgestellt habe, wo meine Wurzeln sind, wer ich bin. Und der Rest hat sich von selber dann, das Licht heilt alle Wunden, da brauchst du nicht. Du, irgendein Trauma oder auch mehrere Traumata hat jeder unterschiedlich schwer. Nicht nur einen Menschen, der keins hat.
Ja, aber ich kann nur sagen, sie sind definitiv, also wenn du dich wieder verbunden hast, das oben und unten, dann sind sie weg. Mhm. Ganz eindeutig. Wenn das wieder hier da ist, und da sind wir wieder beim Kreuz. Ne? Oh, ist schon ein Kreuz mit dem Kreuz. Das ist ein Kreuz mit dem Kreuz. Aber mit dem Leben ist es kein Kreuz, denn das Kreuz ist für mich Todessymbol. Zumindest dieses Kreuz ist ein Ausdruck des Todes, einer Todesgesellschaft. Und wir sind Leben. Und mhm. es geht darum, dass wir in die Lebensgesellschaft jetzt kommen. Mhm. Ausdruck des Lebens. Mhm. Eben zwischendurch, danke Chrissy für den Zusammenhang. Alles klar. Gut, der Stefan hat es schön geschrieben. Wir sind multidimensionale Wesen. Ja. Das ist so. Und das dürfen wir wirklich wieder entdecken und wir werden echt dahin geführt. Und noch was, es geht viel mehr ums Weglassen, als noch irgendwie was suchen, was mir jetzt irgendetwas bringt. Nein, weglassen und diese Göttlichkeit, diese Haltung wieder einzunehmen, was einfach uns zu dem macht, was wir wirklich sind. Oh Diana, da bin ich dir so dankbar, dass du das sagst mit dem Weglassen, weil die meisten in der ESO-Szene sind ständig auf der Suche nach ihrer Bestimmung, nach ihrer Berufung, nach ihrem Guru, nach ihrem Therapeuten und immer sammeln, sammeln, sammeln und in Wirklichkeit geht es darum, dass man endlich mal das ganze Gestrüpp ausmistet und das, was dann übrig bleibt, ja. Das bist du. Ja, weil, wie hieß es beim Orakel von Delphi, erkenne dich selbst. Kenne dich genau. Selbst, dass nur darum geht's, nur darum. Genau. Das ist so. Gut. Ja, also, oh, das ist ganz lieb, Alessandra. Es ist so, dass wir eben vom 27., das ist ganz schön, dass du mich noch darauf hinweist, vom 27. bis 29. August machen wir in Chur wirklich das Sommerfest, Tage wie diese Sommerfest und ich möchte jetzt gar wirklich hier nochmal ganz, ganz klar sagen, was ist meine Hauptintention, dass wir das machen? Und es ist ein Riesending. Es ist ein Riesending. Und zwar hat sich das so auch ergeben. Aber ich möchte wirklich mal auch allen Menschen, vor allem den Referenten auch, die wirklich sehr heftige Zeiten hinter sich haben. Es sind ganz unterschiedliche Menschen, die da zu Wort kommen. Jeder Einzelne, der da etwas sagt auf der Bühne, egal auf welcher, hat für mich eine unglaublich wichtige Message und ist durch Zeiten durchgegangen, die wirklich sehr, sehr herausfordernd sind. Und ich möchte wirklich mal am ersten Abend, am Freitag würdigen und allen für diese Arbeit Danke sagen. Dir auch, Tobias, du bist ja auch dabei. Alle Menschen, die da dabei sind, sind mir sehr, sehr wichtig. Die haben jetzt einen Auftrag, der wahrscheinlich viele noch nicht wissen, wie groß der sein wird. Und deshalb freut es mich. Mir ist dieses Sommerfest ein sehr, sehr großes Anliegen, weil ich die Wärme des Sommers, die Wärme des Zusammenseins, des mit lieben Menschen Zeit zu verbringen, dass wir das wirklich konservieren dürfen. Und das ist der Grund, weshalb ich das mache. Wir sind jetzt dabei, eben die letzten Anpassungen zu machen. Es ist noch nicht für alle, die für letztes Jahr ein Ticket gekauft haben, die sind gültig. Wir werden das nächste Woche an alle schicken, eine Mail rausschicken. Die können entweder dann eben wechseln ans Sommerfest oder die Beträge werden zurückerstattet. Aber es geht mir wirklich darum, dass wir an diesen 3 Tagen uns richtig wärmen nochmal für die nächsten Monate, die da kommen. Und ja, es sind alles Menschen dabei, die etwas Wichtiges zu sagen haben und wir werden ganz sicher auch feiern. Ja, von dem her wollte ich das sagen. Ich werde auf jeden Fall hier bei uns und in der Telegram-Gruppe, sobald es bereit ist, alles, werde ich es veröffentlichen und dann, ja. Und es gibt genügend Plätze, weil die Leute Angst haben, dass sie keinen Platz, ich denke, jeder wird einen Platz bekommen. Es gibt Plätze. Wobei es gibt eben auch die Möglichkeit, günstig zu übernachten in der Halle und da sollte man dann halt wirklich schnell sein, weil das sind dann begrenzt und das ist dann wirklich sehr fair. Also, wie du gesagt hast, der Vorverkauf oder wie auch immer beginnt erst am 19. oder irgendwie sowas? Oder? Ja, es ist so, wir hatten das für den 19. geplant und jetzt ist dadurch, dass wir das sehr groß ausgebreitet haben, weil wir draußen auch einen großen Bereich haben, ist das noch ein bisschen verzögert, aber ich bin davon überzeugt, in einer Woche ungefähr, legen wir los. Aber schaut, dass ihr bei Telegram dabei seid. Da werde ich es auf jeden Fall kommunizieren.
Du, Tobias, wirst es auch kommunizieren mit dem ich Referat, auch. Du auch. Ja. Und von dem her alle, die dabei sein wollen, die wirklich aufs Budget achten müssen, weil es kommen sehr viele Leute, die werden auch übernachten wollen, kommt in die Telegram-Gruppe, weil bei euch, also bei uns im Kanal werde ich zuerst sagen, wenn der Vorverkauf läuft und dann kann man für 25 Franken in der Halle übernachten und das ist... Das ist dann begrenzt. Also schaut, dass ihr bei Telegram dabei seid. Das ist für Schweizer Verhältnisse geschenkt. Ja, das stimmt, ja. Ja, also ich kann dir eins sagen, Tobias, wenn du das Budget siehst für diesen Anlass, dann, ja. Also, es ist alles, es geht ums Zusammensein, es geht wirklich um diese, ums Gruppenbewusstsein. Tobias, es war super, dass du Zeit hattest. Das war toll. Ja, spontan geht immer am besten. Ach, schön. Also dann, ich hoffe, wir konnten ja auch was Positives vermitteln. Ja, also ja. Es ist alles gut, auch wenn es nicht so wirkt. Also positive Erkenntnisse, was jeder daraus macht, ist mal ein, entscheidet ja jeder mal selbst. Es ist wie mit der Arche Noah. Was weg muss, muss einfach weg. Ja. Und was wirklich wichtig ist, bleibt übrig. Ja, das siehst du. Ja, es ist ein Abspecken. Ja. Ja. Wir gehen jetzt essen. Wir gehen jetzt essen, die warten schon auf uns. So, tschüss. Tschüss. Also wir hören ciao, uns. Ciao, Tobias. Ciao, ciao, ciao. Tschüss, Selma.